Ja, viele Weingüter sprechen, wenn es um ihre Schätze geht, von ihren alten Weinen, von den reifen Raritäten, die in ihrer Schatzkammer lagern. Andere Weingüter sprechen von ihren edelsüßen Schätzchen, von den auslesenden Trockenbeerenauslesen und Eisweinen. Wieder andere Weingüter bezeichnen ihre besten Weinbergslagen als die eigentlichen Pfründe, die Assets, wie man das heute neudeutsch sagt, die wichtigsten Punkte in der Qualitätsphilosophie ihres Hauses. Ich glaube, es ist an allem ein bisschen was dran. Und gerade wenn man hier in der Schatzkammer steht, das ist die Schatzkammer von Schloss Volgarz für edelsüße Weine in Großflaschen, Magnum, Doppelmagnum, 6 und 12 Liter Flaschen. Gerade wenn man in so einer Schatzkammer steht, wird man dann nachdenklich und sagt, was sind die eigentlichen Werte, die eigentlichen Schätze eines Weinguts. Und bei der ganzen Aufzählung wäre für mich eine Sache zu kurz gekommen, das sind die Mitarbeiter eines Weinguts. Ich glaube, dass ein Weingut immer sehr stark auch von dem Charakter, der Persönlichkeit, der Einsatzbereitschaft, der Leidenschaft der Mitarbeiter geprägt wird. Und ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, dass Schloss Volgarz die beste Mannschaft hat, das beste Team hat, das sich ein Weingut vorstellen kann. Im Weinberg, im Keller, in der Verwaltung, im Verkauf, im Gutsrestaurant, bei den Veranstaltungen im Schloss haben wir Leute, die sich wirklich ohne Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten sehr, sehr intensiv und leidenschaftlich für das Weingut einsetzen. Und deswegen ist es auch ganz logisch und folgerichtig, wenn man den Mitarbeitern einen Wein widmet, und wir tun das seit 1994, indem wir die Mitarbeiter von Schloss Volgarz jedes Jahr, bevor die Weine abgefüllt werden, ihren Jahrgangsfavoriten küren lassen. Also wie alle Weine bei uns ist auch das ein hundertprozentiger Riesling. Es soll ein Wein sein, der den Jahrgangscharakter sehr schön zur Geltung bringt und der die Rebsortentypizität perfekterweise im Glas entfaltet und den man sich darüber hinaus noch gut als Essensbegleiter zu einem kleinen Dreigang-Mittagsmenü, also zu verschiedenen Speisen, vorstellen kann. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme und gibt sie in einer verdeckten Verkostung, in einer Blindprobe, wo man eigentlich nur laufende Nummern kennt, dem Wein, von dem er oder sie glaubt, dass es Jahrgangscharakter, Rebsortencharakter und vor allen Dingen auch essensbegleitende Eigenschaften in perfekter Weise abgebildet wird. Der Wein, den wir so wählen, in einer basisdemokratischen Entscheidung, der Wein, der die meisten Stimmen von den Mitarbeitern bekommt, wird genau in der Stückzahl, die hinter dieser verdeckten Probe stand, in zuvor bedruckten Flaschen abgefüllt, werden also genau in der Stückzahl hergestellt, die man braucht, um dieses Fass, diesen Tank abzufüllen, der ausgewählt wurde. Und diesen Wein nennen wir Edition von Schloss Volgarz, weil wir damit das herausgeben, das in ihr Glas bringen, was unseren Mitarbeitern ganz besonders wichtig ist. Es ist der schmeckbare Fingerabdruck von Schloss Volgarz und das ist etwas, wofür die ganze Mannschaft von Schloss Volgarz steht, wo wir uns mit identifizieren und ich hoffe, Sie auch. Zum Wohl.